Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ich spreche es immer falsch aus, es ist so furchtbar. Ich habe mir das über die Jahre falsch angewöhnt. Ich weiß nicht, ob es auch einigen von euch genauso geht wie mir. Ich habe auch als Kind immer Tomb Raider gesagt. Und als ich jetzt im letzten Part da von meinem Vater und Co. sprach und so, habe ich auch wieder einmal Tomb Raider gesagt. Das ist eigentlich so doof. Aber naja, das sind halt so blöde Angewohnheiten. Und ja, es hat sich so ergeben, dass ich jetzt doch die PC-Version spiele. Ich bin ein bisschen verärgert darüber und ich weiß, ich muss gerade schon wieder quatschen, bevor ich einfach mal weiterspiele. Tut mir leid. Alles sieht jetzt wieder ein bisschen anders aus, denn ich spiele am Computer und nicht mehr über die PlayStation 3. Es ging einfach nicht anders. Ihr habt ja gesehen, wie es aussah im ersten Part. Und auf dem Fernseher sieht das so geil aus und ich finde das viel schöner. Also die PS3-Version, die kam ja auch später erst raus. Als Trilogie, als 2007 das Anniversary-Spiel für den Computer und so. Und die, was war es, PlayStation 2, genau. Und dementsprechend sieht es natürlich eigentlich viel geiler aus für die PS3, aber ich krieg's einfach nicht so übertragen. Ich habe halt keine TV-Karte, sondern muss das ja immer mit meinem Gerät übertragen. Dadurch muss das Signal durchgeschleift werden für den Computer. Dann muss ich sogar noch eine Kopie davon machen. Und alles in allem ist die Qualität hinterher so blöd. Bei YouTube verschlechtert ja auch noch mal immer die Videos und das hat mich so geärgert und obwohl ich mich ja gerade erst bedankt hatte und mich so gefreut hatte, das über die Konsole spielen zu können, und das ärgert mich wirklich, weil ich komme privat gar nicht mehr dazu zu zocken eigentlich, also ich zocke eigentlich nur noch immer für die Let's Plays, mehr schaffe ich einfach nicht und deswegen hatte ich mich echt gefreut, das mal eigentlich über die Konsole ausprobieren zu können, aber ich werde mal nebenbei hier das Ding wieder richtig hinschieben. Aber ich habe es dann einfach jetzt doch schweren Herzens entschieden, das Ganze nochmal nachzuspielen, eben für die PC-Version, weil es sieht jetzt einfach schicker aus und hat ja keinen Zweck, denke ich mir. Wenn es halt ein Let's Play ist, dann soll es die Zuschauer ja auch irgendwie erfreuen und das tut es nicht, wenn das dann so hunzig aussieht und da bin ich doch schon auf Qualität aus. Und ich habe jetzt nicht den Bomben-PC, deswegen dachte ich eigentlich, ist es sogar cooler, wenn ich das über die Konsole mache. Dann gibt es auch keine Ruckler und so. Aber das, habe ich ja jetzt erklärt, aber irgendwie ist es jetzt doch dazu gekommen. Also muss man einfach sagen, selbst wenn ich das jetzt hier gerade schon spiele und so wird es ja 1:1 dann auch aufgenommen, dann sieht es einfach besser aus und ja, gewonnen, gewonnen. Die PC-Version hat in diesem Falle gewonnen. Aber wie gesagt, rein optisch gefällt mir die PlayStation-Version besser. Piep. So, jetzt haben wir hier das Ding in die Mitte gestellt. Jetzt klappt das auch. Tada. Und schon ist man drüben. Sehr gut. So, was soll ich jetzt machen? Die Steuerung ist nämlich jetzt komplett anders. Was? Ich habe noch nie einen Tomb Raider-Teil für den PC gespielt, muss ich dazu mal sagen. Ich habe die immer alle auf der PlayStation gespielt. Und ich glaube, ich soll... Soll ich da ranschießen? Wollt ihr, dass ich da ranschieße? Oder was? Ich glaube, normalerweise bräuchte ich hier meinen Seilhaken oder sowas. Komme ich jetzt hier gar nicht weiter? Das wäre natürlich auch doof. Aber wenn ich da weiterkomme... Moment. Och, Lara. Hättest du dich da jetzt nicht mal festhalten können? Menno. Wir wollen hier nicht ewig in deinem Anwesen rumspielen. Und ich will auch unbedingt noch raus in den Garten. Ich will noch raus in den Garten. Der ist nämlich auch voll schön. Und das muss sein. So, jetzt hopp's mal. Bisschen schneller. Wer würde das schaffen? Also ich würde das nicht schaffen. Weiß ich nicht. Also als Kind war ich fitter als jetzt. Da konnte ich auch so an Seile hochklettern und so. Und mich so richtig bis an die Decke hochklettern. Aber jetzt, naja. So, komme ich von hier aus dahin? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Stab darunter gelassen, sodass ich jetzt nochmal den Weg da lang
laufen kann. Aber dafür kann ich da jetzt rüber wahrscheinlich. Vielleicht hilft mir das ja. Ja, wir haben hier nämlich in dem Spiel so ein Seilhaken-Ding. Und das brauchen wir, um so an Wände lang zu hangeln. Nicht alles macht sie in dem Spiel hier immer nur mit ihren Händen, sondern um total cool dann an den Wänden entlang zu hopsen, macht sie das dann so, so, so. Juhu! Jawoll! Jawoll! So, was ist jetzt hier Cooles? Ich wünschte, das wäre nicht nötig gewesen. Oh. Ein Medipack. Cool. Aber hier sind doch gar keine Gegner. Was tut sich hier, wenn ich hier rauf gehe? Ich glaube, ich soll das Ding irgendwie in die richtige Position schieben. Kann das sein? Aber dann müsstest du es halt auch mal... Okay, ich kann das anscheinend nur drehen. Dann muss die andere dahin. Aber die ist doch kaputt. Kannst du die nicht hier hinziehen? Also ich kann die nur drehen, ich kann die nicht... kannst du hier was anderes nehmen, um das darauf zu schieben? Also das Ding kann ich auch nicht mehr nehmen. Ja, schwierig. Ich weiß ja nicht, wie das stehen soll. Und dieses Kreuz hier, das macht mich auch so ein bisschen... Muss ich hier im richtigen Winkel stehen oder so? Die müssen sich doch berühren oder weiß auch nicht. Was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? So, was ist mit dem Ding hier? Kann ich das auch verschieben? Ziehen? Ja. Dann nimmst du das eben und stellst das da drauf. Geht das wenigstens? Ja, das geht schon mal über das Kreuz. Das ist gut. So. Gewicht. Sehr gut. Jetzt muss das nur noch richtig geschoben werden hier. Okay. Ich weiß halt nur nicht, wie es das Ganze hier gerade aussehen soll. Und wenn die sich berühren. Guck mal, da ist doch auch so ein Stab dran. Miau. Okay. Geht klar. Du siehst schön aus, aber eigentlich wollte ich jetzt sehen, was ich da gemacht habe. Dankeschön. Irgendwas unter Wasser haben wir aufgemacht. Na, das ist ja mal interessant, damit wir da durchschwimmen können. Aber wir sind hier noch nicht durch und da unten leuchtet was. Das will ich haben. Ich will das haben. Ach, das ist gar kein... Oh, das sind nur die Lampen, die hier leuchten. Und ich denke schon hier, ich krieg was Cooles. Was ist mit da oben? Würde ich auch mal gerne hin. Kann man hier eigentlich durch? Es ist aber alles noch nicht fertig hier, ne? Was ist hier mit dem Ding? Dem Ring? Da guckt sie auch nämlich so hin. Aber sie macht nichts. Weil wir noch nichts machen können. Oh, ich bin verwirrt hier. Was gibt's jetzt noch zu tun? Wir müssen halt eigentlich mal auf die andere Seite kommen. Geht das denn überhaupt? Also, das interessiert sie auf jeden Fall hier. Sonst wird sie da nicht so auffällig hinschauen. Aber was soll's. Kann ich eigentlich auch auf die andere Seite? Nee.
bin ich gleich wieder da, wo ich vorher war. Ich weiß, wir verplempern jetzt hier echt viel Zeit, aber warum nicht, oder? Also ich meine, man fängt ja nicht ein Spiel immer direkt an, um sofort ins Abenteuer zu steigen, sondern auch vielleicht, um so ein bisschen mal ins Spiel reinzukommen, die Atmosphäre kennenlernen, die Steuerung, alles, was dazugehört. Früher war das so. Ich hoffe, das stört euch jetzt also nicht, dass wir jetzt hier so im Haus rumhängen. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Ich habe den ja runtergelassen. Aber sie zieht ja auch nur irgendwo anders jetzt hin. Ich müsste halt mal auf den Balkon da hinten, aber da komme ich irgendwie nicht hin. Ist ein bisschen doof. Hier komme ich gerade auch nicht rüber. Hier geht sie nicht hoch. Ja, ich müsste halt eigentlich auf den Balkon. Aber wie? Jetzt stehe ich hier oben. Huch! Könnte ich sein. Was ist mit hier? Wieso komme ich eigentlich nicht hier rüber? Und da? Nö. Auch nicht. Und in die andere Seite, an die andere Seite hangeln macht ja keinen Sinn. Tja, ich weiß nicht, was wir jetzt hier erreicht haben. Aber irgendwie komme ich gerade so nicht weiter, deswegen ich lasse es mal. Oder ich habe einen Denkfehler und ich kann hier noch was machen und übersehe es gerade. Das Einzige, was mir einfällt, ist das Ding hier noch, damit man wieder in der Mitte irgendwo hin kann. Weil ich meine, nee, das ist nämlich hier eingekesselt. Man kann das ja nur in diesem Bereich hier verschieben, dieses Ding. Und von daher kann ich, glaube ich, nicht viel machen. Was ist hier? Das habe ich runtergelassen gehabt, damit ich da rauf kann. Ja, vielleicht gab es auch noch was da oben, was ich machen kann, aber dann weiß ich nicht was. Ich habe es nicht gesehen. Damit man halt von hier... Nee, es bringt ja auch nichts, weil da war ich ja schon. Da komme ich auch so hin. Da muss man nicht rüber. Nee, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal zurück. Und dann gehen wir mal raus. Ach, da fällt mir noch ein. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich habe hier in meinem Inventar... da habe ich dieses Ding hier, diese Sonnenuhr-Gnomon mitgenommen. Das war dieses Leuchtdingens in dem einen Zimmer. Und da habe ich dann einfach mal drauf geschossen. Und man konnte das Glas zerschießen und das dann mitnehmen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich das jetzt im Inventar habe. Ach ja, und man kann hier, glaube ich, jetzt... Also wir brauchen, glaube ich, Wasser. Nein. Weil hier könnte man jetzt Wasser nehmen. Dann kommt nämlich auch automatisch... Nein, nein. Nein, nein, nein. Kommt nämlich automatisch hier der Eimer auch. Und ich glaube, dann könnten wir das Wasser löschen. Wäre eine Idee. Wo bin ich jetzt? Hier waren wir auch noch nicht. Nein, hier waren wir auch noch nicht. Ah, voll cool hier mit dem C für Croft am Tor. Ja, das sind so schöne Details, die man so übernommen hat. Es sieht alles voll sauber und gepflegt hier aus. Ah, wir sind jetzt hier in der Turnhalle. Und früher war das immer... Drücke die X-Taste, mach dies und das und dann halte die Sprungtaste gedrückt und was weiß ich, mach dies und das und jenes. Geht's noch weiter höher? Nein, aber nach hinten. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache. Ich kletter einfach mal. Wo soll ich jetzt hin? An das komische Ding ja wohl nicht, oder doch? Nein.
eher nicht so. Was ist mit dem Pool? Der ist leer. Kommen wir da... Wenn ich da jetzt runterfall, komme ich wieder raus. Aha. Sieht auch aus, könnte man das... Könnte man das aufmachen irgendwie. Hier geht's auch hoch. Okay, ich glaube, ich muss mir mal ein Bild machen. Von ihren Brüsten. Ihren Mega-Brüsten in diesem Spiel. Nein, von dem Weg, wo wir lang wollen. Da geht's nicht lang. Aber da lang. Cool. Ja, ist schon cool, ne? So einen Übungsraum zu haben. Um sich auf eventuelle Abenteuer vorbereiten zu können. Aber irgendwie geht's hier nicht lang. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ein bisschen... Hallo, kann mich mal jemand hier runterholen? Oh, guck mal. Ich glaube, sie hat gerade so ihre Hüfte bewegt. So, Guck mal, hier so, ja, oh, du Wand, jawohl, komisch sieht das aus, aber irgendwie, da bin ich lang gekommen, so, ich müsste halt, nein, was mache ich denn, wenn ich da oben bin? Ich müsste hinter mich kommen, aber wie denn? Das ist doof. Das bringt mir nämlich nichts, hier so zu hängen. So, das Ganze nochmal. Eigentlich muss ich, wie gesagt, hinter mich, aber... Ob sie das so einfach macht? Keine Ahnung. Nee, sie springt dann... Das funktioniert nicht. Irgendwie, nee. Hier kann ich so vor mich hin balancieren. Ja. Toll machst du das. Es sieht so doof aus, wenn sie da so runterfällt. Als ich da oben war, das hat ja auch keinen Sinn gemacht. Dann hatte ich diese Dinger hier über mir und dann... Also wir haben ja auf jeden Fall so diverse Schalter oder Sachen da oben. Da würde ich gerne rankommen, weiß aber noch nicht wie. Fangen wir doch einfach mal bei 1 an. Da, wo 1 steht. Es muss ja da irgendwie losgehen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Also wenn wir hier bei 1 da anfangen sollen, jetzt hör auf mit deinen Hüften so zu wackeln, dann muss es doch hier irgendwie weitergehen. Aber wie? Oder man darf gar nicht so nach ganz oben. Vielleicht muss ich auch an den hier springen wieder. So. Aber das macht doch auch keinen Sinn. Bin ich an dem. Von dem komme ich doch schon. Da oben will ich ran. Aber wie? Oder daran. Beides wäre mir recht. Aber sie greift hier oben nicht hinter sich. Sie macht halt keinen Sprung mal eben nach hinten. Leute, ich bin zu doof. Ich erinnere mich nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Da ist ja auch noch so ein grünes Ding. Ja, und an die Seite springen, das geht ja noch immer. Aber dann? Machen wir das hier nochmal. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendeinen Weg, der vorher nicht so klar war. So. Ich werde definitiv dann hier noch weiter rumprobieren, sodass ich vielleicht das nächste Mal auch schlauer bin. Das alleine ist ja schon doof. Ich meine, jetzt hängt sie hier. Super.
Und wenn ich einfach mal hier nicht rüber will, sondern hier. So. Hier waren wir auch noch nicht. Wäre mal eine Idee. Klinken Sie in Haken in ringförmige Objekte an Mauern? Ja, was für ein Haken? Ich hab den doch noch gar nicht. Ja, das ist unser Hakensymbol. Ich hab's doch gewusst. Wo kriege ich den denn her? Ich hab ihn doch noch gar nicht. Kein Wunder, dass ich hier nicht weiterkomme. Schiff. Dann gehen wir in den Garten. Oder raus. In die Stadt. Open World. Tomb Raider. Ach, da kann man ja lange rumspringen. Aber immerhin haben wir das jetzt mal so ein bisschen angespielt. Was ist, wenn ich hier rausgehe? Möchten Sie das Spiel wirklich beenden? Nein. Möchte ich nicht. Eigentlich möchte ich raus. Wo geht's denn hier raus? Hier kommen wir doch nur wieder in diesen anderen Gang. Nee, ich will nicht in diesen komischen Werkraum. Wo finde ich denn meinen Seilhaken? Mein Gott. Hier geht's ganz raus. Dieser komische Gang war das auch nicht. Ich will in den Garten. Und hier kommen wir durch unseren Geheimgang. Oder? Ich glaub schon. Wir haben natürlich unsere Karte, aber die Karte ist ja für draußen. Ach, hier geht's raus. Ja, wusste ich's doch. Sehr schön. Gut. Immerhin haben wir schon mal unsere Pistolen. Ist das nicht schön hier? Ich finde das voll toll. Kontrollpunkt. Ja. Dann setz mal dieses Ding hier ein. Und das wusste ich jetzt schon, aber mehr weiß ich auch nicht. Gartenöffnungszeiten 11 bis 19 Uhr. Ja, diesem Rätsel widmen wir uns dann das nächste Mal. Und ich freue mich, wenn ihr reinschaut und dabei bleibt hier in Croft Manor gerade. Und dann geht's auch bald los mit dem richtigen Abenteuer. Bis dann!